Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir können unsere Quest abgeben und bekommen nicht so tolle Sachen. Wir nehmen mal lieber den Stahl. Schauen wir mal, was es für kleine Aufgaben noch gibt. Hier in der Nähe sind die wir noch ganz schnell machen können. Guck mal, Sweet Corn. Ja, da geht's raus. Die können wir von der Nacht noch machen. Da hätte ich gedacht, machen wir eine schöne Nachtquest noch zusammen. Schaffen es vielleicht vorher nochmal auszuladen. Deswegen müssen wir die vielleicht auch ein bisschen rushen. Aber uns fehlt da, glaube ich, auch nicht mehr viel fürs Level-Up. So dass wir dann endlich doppelte Questbelohnung bekommen. Wo wir es die ganze Zeit drauf hinauszielen quasi. Bong, bong, bong. So, ein bisschen Platz. Kriegen wir das noch ein bisschen unter? Ja, nicht viel. Das heißt, wir werden noch nicht allzu viel abbauen. Mal gucken, da fehlt echt nicht mehr viel für Level Up. Stahlknüppel Stufe 2 freigeschaltet. Moin. Und aua. Geh weg. Das tat weh, junge Lady. Renne. Hey. Schön daneben gehauen. So, bis 21 Uhr haben wir Zeit, Quest abzugeben oder neue anzunehmen. Das sollten wir ja eigentlich problemlos schaffen. Da ist zu. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Und das ist eine gute Bücherquest-Reihe hier. Das ist nicht schlecht. Okay, Papier. Oh, ein Ball. Plopp. Oh Gott. Etwas vielleicht zu viel Risiko. Level 33. Sehr schön. So. Zwei Händler-Quest-Belohnungen. Ich freue mich. Können wir sogar schon für diese Quest dann machen. Da ist zu. Da ist noch eine Mikrowelle. Hier geht's raus. Hallo? Wir sind völlig überladen. Aber damit müssen wir jetzt leben. Autsch, 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 autsch. Wir haben kaum noch Leben. Was ist hier? Nicht viel. Oh Gott, wir sind so langsam. Genau, kommt mal runter hier. Die Vorräte sind oben. Da oben müssen sie sein. Da hinten. Wir framen uns hier hoch. Ich glaube, das ist das Einfachste. Yep. Hier geht's raus. Wir müssen mal ganz kurz, das können wir essen, das können wir noch lernen. So mal ein bisschen hier eine Mod davon kaputt machen. Viel können wir nicht rausladen. Wieso geht die Tür nicht auf? Dann müssen wir es so machen, mit roher Gewalt. Aua. So, Quest abgeschlossen. Den nehmen wir mal mit. Verändern. Dann das raus.
Haben wir mal wieder ein Upgrade. Uhr. So eine gute Zeit. Dann können wir die Quest gleich noch annehmen. Muss ja nichts Großes sein. Und wir sind voll. War das die Helmlichtmod? Helmlichtmod? Ne, war es nicht. War für die Waffe. Schade, die hätte ich gern gebraucht. Die brauche ich nämlich noch. Dann halt beim nächsten Mal. Hallo? Wir sind so langsam. Weil wir keinen Platz haben und völlig überladen sind. Komm aufs Moped. Benzin passt auch noch sehr gut. Moin, mein Bester. Ab sofort kriege ich zwei Sachen von dir, habe ich gehört. Munition nehmen wir mit und das. So, Aufgaben. Stromzufuhr bei Nacht. Eine Vierer? Wollen wir uns das trauen? Machen wir. Ist ein Deal. Dann können wir jetzt einmal zur Base, einmal ausladen. Und dann können wir uns dahin bewegen. Oh, ist das schön, jetzt endlich hier runter, richtig runter zu kommen. Gleich viel angenehmer. So, das weg. Wir sind auch morgen bei Tag 13. Das heißt, es müsste eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Händler-Reset sein. Motoren haben wir auch. Die Mods können weg. Ich hatte sogar noch Mods. Essen. Achso, habe ich ja gekocht. Können wir uns gleich was nehmen. So eine Helmlichtmod haben wir nicht, ne? Schade eigentlich. Okay, gibt's was zu essen. Und nochmal ein Schlückchen zu trinken. Dann nehmen wir uns ein bisschen Munition mit. Haben wir inzwischen ganz gut angesammelt. Medizin. Noch ein paar extra Verbände. Das sollte schon ausreichen. Aber schon 20 Uhr. Mal nachladen. Wir brauchen echt bessere Waffen. Das ist so der Knackpunkt gerade. So, und wenn wir Händler-Reset haben, können wir mal ganz kurz gucken. Da ist Stromzufuhr wiederherstellen. Wir müssen 2 Kilometer fahren für die nächste Route und die wäre hier. Das heißt, wir hätten hier einen Händler, da einen Händler und hier. Dann können wir vielleicht am nächsten Tag mal den Händler abfahren. Und vielleicht kriegen wir mal was Gutes eingekauft.
Kommen wir hier durch? Moin, meine Beste. Bin gespannt. Vierer Nachtquest. Das könnte echt übel werden. Die habe ich geleert. Die auch. Leer, leer, leer. Oh, ich habe das Moped gar nicht richtig ausgeladen. Fällt mir da gerade so ein. Wir können noch eine von denen mal mitnehmen zur Sicherheit. Und danach sollte es passen. Wir sind aufgeladen. Müssen jetzt noch ein Stündchen warten. Da können wir uns doch nebenbei noch mal hier in dem kleinen Gebäude umgucken. Hallo? Du hast was Schönes zu essen, habe ich gehört? Na, nicht wirklich. Bisschen Schmutzwasser. Aber es sieht auch schick aus, so, ne? Oh, da hinten sind noch Zeitungsständer, Bücher. ...81 von 100. Mining hoch. Oh, Mining haben wir fertig. Das ist geil. Schlagmann. Kunst des Bergbaus. Erziele 20% mehr Erzabbau. Uiuiuiuiuiuiuiui. Und dann mit der Stahlspitzhacke. Das könnte beim nächsten Mal gut was werden. So, habe ich noch kurz Zeit, was zu trinken. Eine kleine Schlucke. Sieht schon schön aus, die Stahlspitzhacke, ne? Wow. Ich hoffe, der Knüppel reicht für die Nacht. Kann auch das Auto looten. Doppelt gelootet. Taschenlampe. So, Vierer bei Nacht bedeutet ja auch nur, die Zombies sind schnell. Wir haben dieselbe HP-Zahl. Eigentlich, wenn wir es ruhig angehen, sollten wir es gut hinbekommen. Ja, und je nachdem, wie schnell wir durch sind, können wir am nächsten Tag jetzt erstmal die Händlerroute öffnen. Und dann fahren wir noch die anderen Händler ab und gucken einfach mal, was die Schönes im Inventar haben. Denn so eine Waffe wäre nochmal ganz gut. Wir haben ja ganz gut Coins. Können auch ein bisschen Strom mal hingucken. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Ein bisschen Strom zusätzlich jetzt in der Base. Mal ein bisschen mit Licht und Beleuchtung arbeiten. Und wir müssen dringend gucken, ob wir dann schon Tag 13 haben, uns die Horsenbase vorzubereiten. So, los geht's. Einen Generator anschalten. Ich werde mal versuchen, vielleicht nicht ganz so viel zu looten, also beziehungsweise jeden einzelnen Behälter, sondern erstmal lieber auf sicher spielen. Oh, 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 geht schon gut los. Zack, die erste Schiffrunde.
Das wird Spaß. Gut, das heißt, die Welle haben wir. Der Cowboy-Hut. Scheint so ein Abstelllager hier zu sein. Und ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Gerade weil die halt auch so schnell plötzlich bei einem sind, ne? Gut, die jetzt nicht. Hier wohnt keiner mehr. Gott. Sie wollte es so. Ich habe echt Schiss vor der Endwelle dann. Sechser Stiefel. Jetzt kriegen wir schon ganz gut ein paar sechser Items zusammen, ne? Ich sehe. Reparieren. Oh Gott, Dach. Okay, auf dem Dach ist schon mal nichts. Ja, was ist das denn? Ach, schön die Stadt bei Nacht, ne? Ist die Frage, jetzt sind wir einmal ganz oben. Wo geht's hier weiter? Da geht ein Seil runter. Aber Licht hast du hier. Ah. Ist das noch das Questgebiet? Ach du Scheiße. Na, kommt ruhig alle her. Oh Gott. Ich
Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Weg ist. Hier runter scheinbar. Oh Leute. Hier ist ein Safe. Und Munition. Ah, wie schön schnell das geht. Ein bisschen Geld. Bücher kann ich einfach nicht liegen lassen. Da müssen wir wohl runtergehen. Aber der Generator ist... Ist der oben? Ich muss den Generator noch anmachen. Oh, ich voll Horst. Bin gespannt, was jetzt gleich alles spawnen. Na? Er läuft durch. Das habe ich befürchtet. Ach du Scheiße. Genau, guck mal hier hoch, bitte. Uiuiui. Noch ein Verband. So, dann können wir jetzt runtergehen. Den Generator haben wir, jetzt müssen wir nur noch säubern. Nur noch. Oh, ich hab Schiss. Da war was zu essen. Richtig gut. Ich glaube, davon ziehen wir uns einen rein. Da gibt nämlich nochmal Ausdauerbonus. Wir haben kein Geld dabei. Okay, hier ist nichts. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich komplett falsch laufe. Und ich habe Angst vor der Endwelle. Der ist komplett weggepackt. Cool. Ach du Scheiße.
sieht man draußen leider. Da ist ein ganzer Safe drin. Die muss ich wegmachen. Uiuiui, Leute. Das ist nicht gut. Eigentlich nicht so gut. Es ist schon 2 Uhr. Oh. Hier ist... Das sind offene Saves. Da geht's runter. Aber da hinten ist noch einer. Hier bin ich. Dann müssen wir wohl runter. Bock habe ich nicht. Hier ist der Loot. Komme ich an den Loot ran? Und da. Ah, hier ist offen. Oh Gott, ein Schießstand. Ach du Scheiße. What? Das sind schon so ein paar. Okay, die Quest ist fertig. Das kann uns keiner mehr nehmen. Aber draußen geht die Post ab. Oh, geil. Gut, wir gucken noch zusammen in den Loot rein. Und danach werde ich mich zum Händler durchschlagen. Oh geil, Quest fertig, ey. Ich bin froh.
Uiuiuiuiui. Wir nehmen nochmal einen Verband, würde ich sagen. Zumindest schnell noch in die Kiste reingucken und dann mal gucken, wie wir uns da draußen schlagen. Ganz weirde Quest. Oh, und es wird hell. Perfekt. So, völlig überladen. Müssen wir jetzt den Weg nach draußen finden. Das hört sich an, ey. Ein Köpplein. So, wo ist mein Minibike da vorne? Okay, cool, ja. Also, wir fahren noch ganz kurz einmal zusammen zum Händler. Ne, müssen wir gar nicht. Das schaffen wir gar nicht mehr. Der macht erst um 6 auf. Gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns beim nächsten Mal beim Händler und dann öffnen wir die Händlerroute und können noch ein bisschen shoppen gehen. In der Zeit kann ich nochmal ausladen. Und ja, machen wir so. Ich würde sagen, vielen Dank bis hierhin fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal in der Nacht vielleicht. Mal gucken, wir werden es sehen. Bis dann, ciao, ciao.